Hallo, mein Name ist Sebastian Mehnert und ich möchte Ihnen heute ein traditionelles, spezielles mexikanisches Gericht vorstellen, das Fajitas. Ich präsentiere Ihnen heute das Fajitas vom Kalb. Wir benutzen hier bei uns das Filet vom Kalb, schneiden es in Streifen. Man kann natürlich auch verschiedene andere Fleischsorten nehmen, wie zum Beispiel Huhn, Strauß, Rind oder Schwein. Um das Spezielle an diesem Gericht zu erreichen, haben wir eine Marinade. Diese wird hergestellt aus vielen verschiedenen Gewürzen, wie zum Beispiel Koriander, Chili, Senf, Salz, Paprika, Zwiebeln und Knoblauch. Genau. Vermengen es etwas. Geben ordentlich Öl dazu und lassen es dann für 24 Stunden im Kühlschrank marinieren. So, nach 24 Stunden ist das Fleisch durchmariniert und bereit zum Braten. Wir servieren hier unser traditionelles mexikanisches Fajitas mit Zuckerschoten, Paprika, Zucchini, Zwiebeln und Mais. So, bei uns wird das Fajitas angeboten mit Sour Cream, geriebenen Käse, Guacamole, Salsa Tex-Mex und Bohnengemüse. Dazu zum Rollen unsere ofenfrischen Weizenmehl-Tortillas. Viva la riba! Viva la vita! Andale, andale! Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de